Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, warum du schwarze Flecken auf deinen Bildern, insbesondere im Himmel beispielsweise, hast. Dazu gibt es eine sehr, sehr einfache Erklärung. Als allererstes empfehle ich dir einfach mal dein Objektiv auf Staub zu überprüfen. Wenn da nichts drauf ist, ist jetzt in meinem Fall nicht der Fall. Wenn da was drauf sein sollte, einfach mal so ein bisschen mit einem Blasebalg arbeiten. In der Regel reicht das schon aus. Wenn das nicht ausreicht, einfach mal eine kleine Nassreinigung vornehmen und dann sollte das Problem nicht mehr am Objektiv liegen, sondern sehr wahrscheinlich am Sensor, denn da befindet sich sehr wahrscheinlich Staub drauf. Bevor du jetzt aber an den Sensor direkt gehst, empfehle ich dir, einmal deine Kamera einzuschalten und die Kamera in den Reinigungsmodus zu stellen. Ich blende euch das parallel ein, wie man das macht. Wenn ihr dann an dem entsprechenden Menüpunkt angekommen seid, könnt ihr das Objektiv einmal von der Kamera entfernen, zur Seite packen und dann die Reinigung einmal ausführen. Ich denke, man hat es gehört, die Kamera hat ein bisschen vibriert. Ich habe die dabei nach unten gehalten, denn durch dieses Vibrieren ergibt sich dann schon mal der Vorteil, dass Staubkörner eventuell schon vom Sensor gelöst werden. On top ist, sobald die Kamera in diesem Reinigungsmodus ist, die Sensorstabilisierung aktiviert. Das ist hilfreich, wenn ihr jetzt am Sensor rumfummelt, dass ihr da nichts beschädigt. Machen nicht alle. Ich nutze die Funktion immer vor der Sensorreinigung, einfach damit ich da nichts beschädigen kann, denn beschädigter Sensor kann teuer werden. So. Ihr braucht jetzt auch keine super Panik haben, hier ist noch ein Schutzglas vor dem Sensor, deswegen erstmal alles in Ordnung. Was ich als allererstes mache ist, dass ich hier mit so einem Blasebalg rangehe und einfach Kamera nach unten halte und schon mal so gut es geht, die offensichtlichen Staubkörner, hier waren jetzt schon einige drauf, zu beseitigen. Jetzt könnt ihr schauen, ob das schon gereicht hat und ihr die schwarzen Punkte vielleicht nicht mehr auf euren Bildern habt. Um das auszuprobieren, einfach einigermaßen stark abblenden und einfach mal in den Himmel fotografieren. Je stärker ihr abblendet, desto eher sieht man die Punkte. Und wenn ihr da schon keine schwarzen Punkte mehr seht, dann seid ihr hier schon fertig. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich euch eine Sensorreinigung empfehlen. Dazu braucht ihr so einen Sensorswap und eine Sensorreinigungsflüssigkeit. Ich verlinke euch mal ein Kit in der Videobeschreibung, was ich eigentlich immer nutze. Das ist jetzt hier aus zwei Kits zusammengemischt, macht aber gar nichts. Ich zeige euch parallel auch mal, wie man das am Sensor macht. Und zwar nehmt ihr euch einfach hier so einen Reinigungsstab, nehmt den aus der Verpackung, so ist das möglichst steril. Dann nehmt ihr euch die Reinigungsflüssigkeit, schraubt die einmal auf und befeuchtet den Stab von einer Seite einfach mit der Flüssigkeit. Das muss gar nicht so super viel sein, einfach so ganz leicht auf die Flasche draufdrücken, sodass das leicht angefeuchtet ist. Sieht jetzt in etwa so aus. So, und was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns unseren Sensor. Wichtig, es gibt diese Stäbe in unterschiedlichen Größen. Das ist jetzt hier ein Stab für Vollformat, die gibt es auch für APS-C und so weiter. Der hat einfach, ist einfach vom Maß her schon so, dass er auch auf einem Vollformatsensor funktioniert. Also der passt perfekt da drauf. Und dann gehen wir einfach einmal von links nach rechts oder andersrum über den Sensor. Ganz vorsichtig, nicht mit zu viel Druck. Und ja, dann sehe ich hier schon, dass der Sensor super clean ist. Das reicht schon. Jetzt können wir das Objektiv wieder dran machen und in Ruhe fotografieren. Also überhaupt gar kein Hexenwerk. Sehr, sehr schnell gemacht. Super easy. Das war es dann eigentlich auch schon. Wenn ihr allerdings von einer Reise zurückkommt und euch fällt dann auf, dass ihr eben vergessen habt, den Sensor vor der Reise zu reinigen oder während der Reise, weil diese Staubflecken kommen natürlich immer dann auf den Sensor, wenn ihr das Objektiv wechselt. Staubkörner, Sandkörner und so weiter. Bei Sand ist natürlich deutlich mehr Vorsicht geboten. Da ist das Thema mit dem Blasebalg noch viel wichtiger. Weil was wir natürlich nicht wollen, und deswegen arbeiten wir überhaupt erst mit so einem Blasebalg, ist, dass wir die Körner, die woher auch immer kommen, die auf dem Sensor liegen, die wollen wir natürlich nicht über den Sensor schieben beim Reinigen, sondern die wollen wir vorher schon mit dem Blasebalg beseitigen und dann einfach nur noch Spuren, Abdrücke und so weiter dann mit diesem Stab hier entfernen. Und dafür ist der optimal geeignet. Wenn ihr aber sagt, ey, das ist viel zu spät, meine Bilder sind ruiniert, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch in Lightroom. Da nehme ich euch jetzt mal mit und zeige euch, wie ihr da ganz einfach diese Sensorflecken beheben könnt. Wir sind jetzt in Lightroom angekommen und ich habe mir einfach mal spontan ein Bild rausgesucht aus dem Harz. Da waren wir vor 2 Jahren im Oktober unterwegs und hier habe ich 2 wirklich prägnante Sensorflecken drauf. Einer ist sogar überdimensioniert groß, also das ist eigentlich nicht die Regel, da muss irgendwie ein kleines Haar oder so auf dem Sensor gelandet sein, ansonsten kann ich mir das nicht erklären und halt einen klassischen Punkt. Ja, wir waren hier auf einer Blende 8 unterwegs, 50 mm und das stört natürlich einfach die Bildharmonie total. Deswegen drücken wir einmal Q auf der Tastatur oder wählen das Pflaster, Reparaturwerkzeug aus, stellen uns die Größe ein, jetzt können wir die Kantenstärke noch einstellen, das schauen wir uns aber gleich an, ob das passt oder nicht. Und dann klicke ich einfach einmal mit dem Werkzeug auf den Punkt, den ich beheben möchte. Gehe einmal raus aus dem Reparaturwerkzeug und sehe schon, okay, sieht gut aus. Haben wir behoben, das Problem. Jetzt machen wir das gleiche nochmal
bei dem H oder was auch immer das war, da können wir auch gedrückt halten, die Maus, und können dann einen Bereich ziehen. Das macht er auch automatisch und siehe da, unsere Sensorflecken sind jetzt schon verschwunden. Was wir jetzt on top noch machen können, wenn wir im Reparaturwerkzeug unterwegs sind, wir gehen nochmal drauf und klicken unten auf Bereiche anzeigen. Jetzt können wir uns hier unten über diesen Regler bestimmte Bereiche anzeigen oder ausblenden lassen. Und hier sehen wir, wenn wir das so ein bisschen bewegen, dass wir noch so ein paar einzelne Flecken im Bild haben. Die fallen bei der klassischen Betrachtung eigentlich gar nicht auf, aber wir sehen, wir haben hier noch so einen kleinen schwarzen Punkt. Kann auch irgendwie ein weit entferntes Flugobjekt gewesen sein, möchte ich aber trotzdem entfernen, weil es einfach ein bisschen stört. Mach den Punkt ein bisschen kleiner und nehme mir das raus. Und dann sieht das Ganze auch schon deutlich besser aus, als es gerade der Fall war. Es kann bei euch natürlich der Fall sein, dass ihr noch viel mehr Flecken habt, dann ist die Arbeit einfach ein bisschen aufwendiger. Aber vom Prinzip her ist es immer das Gleiche. Wenn ihr drucken wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall das Thema Bereiche anzeigen, weil euch da dann auch die wirklich kleinen Punkte deutlich gemacht werden, die euch mit dem bloßen Auge gar nicht auffallen würden. Hier sowas zum Beispiel sehe ich jetzt gerade nur durch Bereiche anzeigen, korrigiere mir das raus und habe das Problem gelöst. Das soweit zum Thema schwarze Flecken auf Bilder, Sensorreinigung, Sensorflecken eliminieren und so weiter. Das soll es soweit gewesen sein zu diesem Video. Wenn es euch gefallen und oder weitergeholfen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo freuen. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.